wir mal anfangen. Ich habe jetzt so ein bisschen das Undanken, dass ich hier zwar über Wasserbewegung, also so richtig schön flüssig mit einem unterhalten möchte und ich euch dann aber mit Zahlen und einem möglichst trockenen Vortrag zu begeistern, wird dann ein bisschen schwieriger. Ich versuche es trotzdem, ich habe es extra kurz gemacht, es sind nur 12 Minuten. Hält sich also sehr im Ganzen. Worum es mir geht bei dem Vortrag ist, mal zu zeigen, was ist eigentlich in der Natur Wasserbewegung zu erwarten und was davon können wir tatsächlich realistisch in Aquarien reproduzieren. Und dazu ist es in meinen Augen wichtig, dass man sich mal vergegenwärtigt, wo kommt das Wasserbewegen in der Natur eigentlich her. Da machen wir einen relativ großen Part, der sich aus dem Thema Ernte und Blut speist, was die meisten sicherlich aus der Schule noch kennen, bedingt durch Sonne und Mond, reinigen Mond, entsteht. Und wir haben da die Situation, dass durch die durch die Gravitation vom Mond, der Wasserberg eigentlich immer angehoben dasteht und die Erde sich darunter wegdreht. Das heißt, das Wasser fließt eigentlich nicht, sondern es steht, aber die Erde dreht sich darunter. Und das ist das, was letztendlich wir als das Auflaufen und das ablaufende Wasser, das ist dann jeweils immer dieser Berg, der halt geht oder kommt, je nachdem, wo ich mich in der Gefahr befinde. Was wir da haben, ist eben diese Richtungsänderung. Wir haben das auflaufende Wasser, wir haben das ablaufende Wasser. Das heißt, es ändert sich um 180 Grad. Und das ist was, was wir im Aquarium immer relativ eingeschränkt nur tun und auch mit entsprechenden Schwierigkeiten und technischen Schwierigkeiten hinbekommen. Wir haben aber auch wechselnde Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn ich einen Hochwasserstand oder einen Niedrigwasserstand habe, in dem Moment steht das Wasser eigentlich. Es bewegt sich nicht. Aber dazwischen, relativ in der Mitte, habe ich die Maximalgeschwindigkeit. In typischen Gewässern geht die so bis 3,30 Meter pro Sekunde ungefähr hoch. Es gibt so einen Spezialfall, den Salztraum zum Beispiel kennt in Norwegen, da erreicht man durchaus auch mal 10 Meter pro Sekunde. Das hängt aber damit zusammen, dass halt von der Flut ein Fjord befüllt wird über eine Engstelle. Und nur an dieser Engstelle wird das so schnell. Das ist also relativ unnatürlich, obwohl es in der Natur vorkommt. Und das, was wir aus den Bereichen kennen, wo unsere Tiere herkommen, endet eigentlich so bei 3,30 Meter. Und wir haben eine Zykluszeit von etwa 12 Stunden 25 Minuten. Wir müssen alle, wenn wir in der Nordsee zum Urlaub machen, fahren, das Wasser ist irgendwie immer weg. Weil es sich zeitlich immer verschiebt. Ich habe immer diese knappe halbe Stunde, um die sich das dann bei jedem Zyklus, also von Hochwasser bis Hochwasser, diese knapp halbe Stunde sich verschiebt. Und wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen in Zahlen zu fassen, was heißt das eigentlich? Dann habe ich den Ablauf von so einer Tiefensituation. Ich beginne jetzt mal mit dem Hochwasser. Da habe ich einen Stillstand mit 0 Meter pro Sekunde. Dann beschleunigt sich das Wasser, Durchschnitt sage ich mal auf 1,50 Meter pro Sekunde. Das bremst dann wieder ab und dann bin ich irgendwann beim Tiefwasser, beim Niedrigwasser angekommen und bin wieder bei 0 Meter pro Sekunde. Also ein Zyklus, der sich dann einfach wiederholt. Also beschleunigt wieder, bremst wieder ab, Stillstand und das Ganze wieder von vorne. Wenn ich das jetzt aber mal auf unsere typischen Beckengrößen projizieren möchte, dann habe ich halt, nehmen wir mal so ein 2 Meter mal 60 mal 60. Das ist zwar schon ein ganz schöner Kasten, aber so ein typischerweise ein Aquarium, was man sich damit vorstellen könnte. Dann habe ich einen Querschnitt von 60 mal 60 Zentimeter und ich gehe mal davon aus, dass diese Flutwelle oder der Rückstrom von dem Niedrigwasser dann einfach über die Länge des Beckens geht, nicht über die Tiefe. Und dann habe ich eben 0 Liter pro Stunde im Stillstand, logisch, aber bei diesen 1,50 Meter pro Sekunde lande ich plötzlich bei fast 2 Millionen Litern pro Stunde. Kann man sich mal ungefähr versuchen durchzurechnen, dass selbst die optimistischen Angaben auf einer Verpackung von einer Schlürfungspumpe Schwierigkeiten bereiten, das in so einem Aquarium unterzuholen. Also selbst wenn ich den ganzen Kasten voll mit Pumpen schmeißen würde, ich würde diese 2 Millionen Liter nicht hinkriegen. Und das sollte man sich mal so ein bisschen überlegen, was heißt das eigentlich? Das ist die Hälfte von dem, was wir standardmäßig in den Riff bekommen. Das sind nicht 3,30 Meter pro Sekunde, ich rechne gerade nur mit 1,50 Meter. Und die zweite maßgebliche Bewegung, die wir, gehe jetzt mal, da wir hier auf einer Meerwassermesse sind, davon aus, dass wir uns alle über mehr oder weniger Riff-Aquarien eigentlich unterhalten, einige was mehr,
dann auch mit Wellen zu tun hat. Es gibt auch im Süßwasser, und große Süßgewässer haben genau die gleichen Mechaniken, was das Thema Wellen angeht. Da gilt das genauso, wenn man zum Beispiel den Tanganyika-See, den Malawi-See, also diese großen Seen in Ostafrika sich anguckt, die haben auch Wellen bis zu 4 Meter. Das ist also etwas, was nicht exklusiv fürs Meer gilt, sondern das gilt für jedes Süßwasser. Und diese Wellen bringen nochmal richtig viel zusätzliche Bewegung, die sich natürlich mit der ebbenden Flutströmung nochmal überlagern. Wir haben jetzt im Grunde 2 verschiedene Formen von Wellen, die typischerweise für uns an einem Riff entstehen. Es gibt diese, bezeichnen Sie mal als Wellen auf hoher See, die eigentlich eher so diese typische Wellenform, diese Sinusform darstellen. Das ist etwas, was wir an einem Riff manchmal feststellen bei Hochwasser. Das heißt, wenn wir relativ wenig Wellengang haben und relativ viel Wasser da ist, also das Riffdach in einem relativ tiefen Wasser ist, dann geht dort eine wirklich sinusförmige Welle auf den Riff. Aber es gibt auch die andere Form, das heißt, das Wasser über dem Riffdach reicht nicht. Ich kann auch gleich ein bisschen was zu der Höhe erzählen, was, ab wann was passiert. Dann bricht sich diese Welle, weil der Wellenfortschritt am Riffdach gebremst wird. Und dann kippt quasi der Kamm vornüber und das ist das Wellenbrechen. Das Brechen der Welle. So, und das lese jetzt hier, was da im Prinzip unter Wasser passiert oder von oben von der Luftaufnahme, was da über Wasser passiert. Das heißt, die Welle kriegt einen etwas anderen Charakter, weil sie im Bereich des Kontaktes mit dem Riff langsamer läuft als eben drüber und sie sich deswegen überschieben. Was wir da haben, sind Geschwindigkeiten bei so einer Welle, die auch von 0 bis 8 Meter pro Sekunde, obwohl man 3,30 Meter quasi pro Sekunde, da sieht man schon mal den Unterschied, bei der Welle steckt schon ordentlich was Energie drin. Das heißt, die Energieinhalte von so einer Welle können von minimaler Wirkung bis hin zu völliger Zerstörung führen. Selbst Korallenriffe, riesige Korallenriffe, ich habe das in der Karibik erlebt, da war ich, um meine Diplomarbeit zu machen, in einem Lagunen-Saumriff. Und da ist zwischen den beiden Besuchen ein Hurricane drüber weggegangen mit 16 Meter hohen Wellen. Von dem Riff war nichts, gar nichts mehr da. Also das Riff hat es wirklich vollständig weggerissen. So zerstörerisch kann so eine sich brechende Welle sein. Eine Sinuswelle an der Stelle ist unproblematisch, die läuft über den Riff einfach hinweg, aber eine brechende Welle, die ist schlimmer als Dynamit, die sprengt da wirklich an sich. Also auch da Energieinhalt von 0 bis quasi nahezu unendlich kann man sich da alles machen. Bei den Wellen habe ich sehr unterschiedliche Richtungen. Weil die können, bedingt dadurch, dass sie meistens durch den Wind hervorgerufen werden, natürlich je nach Windrichtung unterschiedliche Richtungen haben. Das sollte man sich so ein bisschen im Kopf behalten, wenn man im Aquarium seine Wasserbewegung macht. Und die Wellen haben eine Frequenz. So, das heißt, die Welle kann unterschiedlich schnell bzw. unterschiedlich lang anlaufen. Und das ist typischerweise so, dass sie zwischen 2 und 30 Sekunden, je nach Wellenhöhe, sich dann einfach bewegen. Und sie sind ein Stück weit abhängig von den Tiden. Das hatte ich vorhin gesagt, wenn ich Niedrigwasser habe, verhält sich die Welle anders, weil weniger Wasser da ist als bei Hochwasser. Und zwar kann man ungefähr vom Daumen her peilen, wenn die Wellen, die doppelte Wellenhöhe unter Wasser Platz zum Boden ist, dann bricht sie nicht mehr. Das heißt also, die Wellenreichweite in der Tiefe entspricht ungefähr dem doppelten eigenen Höhe. Weiter geht eine Welle nicht runter. Das heißt, wenn ich über einen 60 Meter tiefen Bereich in einem Riff rede, dann müsste die Welle, die da unten ankommt, mindestens 30 Meter aus. Und das ist schon ziemlich explosiv. Also da passiert dann nicht mehr wirklich viel. Da habe ich dann nur noch Ebbe und Flut als Wirkung, keine Wellen. Das ist im Prinzip auch das, was man dann bei der Planung von Strömung oder Wasserbewegung im Aquarium sich angucken sollte. Rede ich über das Riffdach, wo wirklich ein Krawall ist, oder rede ich über einen Tiefwasserriff, das ja heutzutage auch ganz viel inzwischen probiert wird, dann habe ich dort eigentlich keine Wellenbewegung mehr. Und da habe ich dann sehr gleichmäßige und gleich von. Ich habe auch für die Wellen mal so ein bisschen Kalkulationen gemacht. Das sind jetzt Live-Daten aus dem Internet, die kann man dort abrufen, über entsprechende Apps zum Beispiel, für so typische Riffbereiche. Das erste hier ist Cozumel, also die Karibik. Danach ist Mindoro, also Philippinen, das andere sind Malediven und australisches Great Barrier Reef. Die Daten sind von Anfang der Woche, ich glaube Montag oder so, ja Montag, als ich abgerufen habe.
Und da sehen wir, wir haben ja so unterschiedliche Wellenhöhen, 0,8 Meter, 0,2 Meter, 1,4, 1,5 und so weiter. Das ist das, was jetzt gerade dort an diesem Reifen existiert. Und wenn ich das dann mal mit, auch dort sind die, das kann man vielleicht ein bisschen schlecht durch die Auflösung lesen, die Wellenlängen mit angegeben. Also hier habe ich typischerweise 4 Sekunden, 3 Sekunden, 8 Sekunden und dann muss ich jetzt nicht mehr. Also da haben wir eine gewisse Bandbreite. Jetzt wieder für diese Berechnerei als Basis nehme, ich hatte da die Höhe von 0,2 bis 1,8 Meter eben gesehen, Durchschnitt sagen wir mal 1 Meter bleibt davon höher. Bei der Wellenlänge haben wir in den Daten gehabt 2 Sekunden bis 12 Sekunden etwa, Durchschnitt wäre jetzt 7 Sekunden, um einfach mal Rechenwerte zu haben. Ich habe mich dann ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, den Querschnitt von einer Sinuswelle zu berechnen. Ich habe dann unsere Ingenieure gefragt, die haben übrigens genauso gepasst wie ich. Aber Tante Google hat mir dann weitergeholfen. Also die Fläche unter einer Welle, wenn sie sinusförmig ist, ist gleich der Wellenhöhe in Quadratmeter. Deswegen lässt sich das schön einfach rechnen, wenn ich einen Meter Wellenhöhe habe, sind eben 2 Quadratmeter. Und das muss ich allerdings mal 2 nehmen, weil ich ja einmal den Wellenberg habe und ich habe auch das Wellental. Also in Summe hat diese Welle einen Querschnitt von 4 Quadratmetern. Und wenn ich das wieder auf mein 60 cm breites Aquarium rechne, möchte die Welle da durchlaufen lassen, dann sind das 1200 Liter zweimal alle 7 Sekunden. Wenn ich das ausrechne, sind wir hier bei 1,2 Millionen Liter. Die dann nochmal on top auf unsere Elbe- und Flutströme getroffen. Wir reden also über irgendwas jenseits der 3 Millionen Liter, die in einem 2 Meter großen Aquariumbehälter sein. Wie soll das funktionieren? Und die Frage stellt sich für mich dann auch als jemand, der versucht, Technik dafür zu bieten, warum funktioniert ein Aquarium überhaupt? Weil das, was wir da abbilden, ist ja ganz anders als das, was wir da in der Natur vorfinden. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich der Unterschied im Ozean zu dem, was wir im Aquarium haben. Da haben wir so ein paar Themen gefunden, die sich dann tatsächlich auch beschreiben lassen. Wir gehen einmal. Das Thema Qualität der Strömung ist ein bisschen schwierig zu formulieren und zu erklären, was man darunter verstehen kann. Wir sehen es so, dass man eine großflächige, uniforme Gleichheit von Wasserbewegung hat. Das heißt, wenn eine Welle über einen Riff läuft, dann ist die nicht nur 60 cm breit wie in unserem Aquarium, sondern die ist ein paar hundert Meter breit. Die Dimensionen sind dann ganz andere, in der gleiche Bewegung ist entstanden. Auch bei der Strömung von Ebbe und Flut reden wir nicht über einen Kanal von 60 cm, sondern wir reden über ein paar hundert Meter. Also die Dimensionen sind aber schlichtweg viel, viel größer. Das können wir einfach nicht darstellen, wollen wir auch nicht, weil da kann ich gar nichts mehr sehen, weil die Sichtweite selbst in den besten, schönsten Riffen bis bei 20, 25 Meter am Ende, dann sehe ich mal nicht mehr was. Also ein großer Aquarium hilft uns da nicht weiter. Im Aquarium also eher klein. Dann gibt es das Thema Turbulenz und Laminarität. Ich werde immer wieder angesprochen, weil wir machen Werbung dafür, dass unsere Pumpen laminare Strömung produzieren. Es ist gelogen. Muss ich ganz klar sagen, es ist gelogen. Laminarität hat nämlich etwas mit dem Maßstab zu tun. Ich kann Laminarität immer nur in einem gewissen Raumvolumen zur Verfügung stellen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mir angucken, wie groß darf dieses Raumvolumen sein, um natürlich zu bleiben. Und das hängt von der Größe des Tieres ab. Das haben wir als erstes im Süßwasser festgestellt, dass wir Wildwasser-Aquarien gebaut haben und festgestellt haben, wo sind die Fische eigentlich hingeschwommen, wo die sich wohlfühlen. Wir haben festgestellt, je nach Größe waren das andere. Und zwar egal, ob das Tiere waren, die sich jetzt zum Beispiel die Harnischwelse festsaugen in der Strömung oder Fische, die in freiem Wasser schwimmen. Es war immer abhängig von der Größe, in welchen Bereichen dieser Flüsse die sich aufhalten. Und dann haben wir geguckt, die sind immer dahin gegangen, wo die Laminarität des Wassers mindestens doppelt so groß wie sie selber war. Das heißt, wenn ich 10 cm langen Fisch habe, dann sucht er sich eine Stelle, wo die nächsten 20 cm Laminarität herrscht. Wenn ich jetzt über einen kleinen Korallenpolypen rede, bei einer SPS, dann rede ich über wenige Millimeter. Und dann reden wir eben ganz gerne davon, dass wir im Aquarium turbulente Strömung für SPS brauchen. Das stimmt. War auch für die laminarisch. Aber die Laminarität sind eben nur 5 mm, weil der Polyp nur 2,5 mm groß ist. Mehr braucht er nicht. Das empfinden wir als turbulent.
der Polyp drauf, aber trotzdem laminar. Laminar heißt, die Wasserpartikel, aus der Moleküle, bewegen sich in etwa mit der gleichen Geschwindigkeit und der gleichen Richtung. Das ist Laminarität. Und die kann je nach Maßstab sehr unterschiedlich aussehen. Wenn ich mir jetzt eine LPS angucke, mit so einem 10 oder 15 cm großen Polypen, dann kann die mit einer Laminarität von 5 mm nichts anfangen. Die kaputt. Die wird einfach zerstört durch die Wasserbewegung. Wenn ich der jetzt aber tatsächlich 30 cm Laminarität zur Verfügung stelle, was im Aquarium durchaus noch geht, dann fühlt die sich sehr wohl. Das ist genau das, was ich eigentlich gucken muss. Kriege ich das hin für die Tiere, die ich halten möchte an einer bestimmten Stelle? Eine Koralle kann ja nicht wegkrabbeln, der Fisch hat es einfacher, der schwimmt dahin, wo es ihm gefällt. Und die Koralle sollte halt da platziert werden, wo ich dann tatsächlich das Gefühl finde, dass dieses Tier bevorzugt. Dann haben wir das Problem mit der zeitlichen Veränderung. Draußen im Meer ist das relativ langsam. Die Veränderung einer Welle findet, die Welle an sich ist kurz, aber dass sie von einer 1-Meter-Welle zu einer 2-Meter-Welle wird, das dauert Stunden bis Tage. Also es verändert sich nicht wirklich schnell. Und das kommt im Prinzip dem Thema nahe, was Christoph gestern hatte, Kontinuität. Also auch im Bereich der Wasserbewegung geht es darum, Kontinuität darzustellen. Ja, natürlich möchte Variabilität in der Bewegung haben, aber Kontinuität in dem, was ich qualitativ zur Verfügung stelle. Ein relativ wichtiger Punkt. Und das kann ich im Aquarium eigentlich nicht in dieser Langsamkeit darstellen, sondern das eigentlich in der Regel stellen. Periodizität, das ist eben das Thema Simulation von Wellen. Die findet in der Natur sehr, sehr gleichmäßig statt und im Aquarium eher chaotisch. Also typische Programme, die man auf Strömungspunkten wiederfindet, meistens zum Beispiel random. Drücke ich drauf und dann tut das Ding irgendwas, von dem ich nicht weiß, was es soll. Es produziert Wellen, dadurch, dass es Impulse ans Wasser abgibt. Aber das ist für das Tier, was da drin schwimmt, chaotisch. Es ist nicht langsam, es ist nicht gleichmäßig. Und was wir auch berücksichtigen müssen, die Anpassungsfähigkeit der Tiere. In der Natur ist die mittel bis groß. In einem Aquarium ist sie sehr groß. Und ist die sehr groß im Aquarium. Wir in den Elfen. Wir stellen die dahin, wo sie es gut finden. Wir sorgen dafür, dass der Nachbar sie nicht vernässelt. Das passiert in der Natur nicht. Die werden, wenn da ein stärkerer Nachbar steht, schlichtweg überwachsen. Ja? Da gibt es keine Rücksicht darauf, sondern dort ist der Stärkere derjenige, der sich den Platz nimmt. Und das ist etwas, was wir im Aquarium unterbinden. Wir wollen die Tiere nicht verlieren, deswegen nehmen wir sie lieber auseinander, wir schneiden sie oder bauen eine Barriere dazwischen oder was auch immer. Wir sorgen dafür, dass deren Anpassungsfähigkeit virtuell vergrößert wird, weil wir ihnen zusätzliche Unterstützung geben. Was können wir jetzt damit anfangen? Jetzt sind wir im Aquarium. Ozean hatten wir eben, der bleibt so, wie er ist, der ändert sich nicht. Aber im Aquarium kann ich, um die Qualität der Strömung zu verbessern, versuchen, den gesamten Wasserkörper als bewegt zu betrachten und nicht nur das, was durch die Pumpe hindurch geht. Weil, wenn ich mir auch bei einem großen Aquarium, nehmen wir dieses 2,60 m, da reden wir über 700 Liter, durch die Pumpe kommen, wenn ich eine gute nehme, weiß ich nicht, 20.000 Liter vielleicht durch. Das heißt, pro Sekunde ist das relativ überschaubar. Das bisschen, was da durch die Pumpe geht, reicht einfach nicht aus. Also ich muss gucken, dass ich versuche, den gesamten Wasserkörper, die gesamten 720 Liter in Bewegung zu versetzen, um diese Großräumigkeit, diese Uniformität ein bisschen herzustellen. Das Thema Turbulenz und Laminarität, da muss ich jetzt leider einen kleinen Werbeblock einsetzen. Guckt euch die Pumpen an, welche Pumpen sind in der Lage, das zu tun, oder welche Strömungskonzepte. Es muss nicht zwingend eine Pumpe sein. Man kann zum Beispiel auch, das machen wir relativ häufig im Aquarienbau für Zoos und Schauaquarien, dass man eine Konstruktion hat mit einem doppelten Boden, sodass ich halt Ströme auf der einen Seite durch den Boden schicke, die kommt auf der anderen Seite raus und ich habe dann die Uniformität des gesamten Wasserkörpers, der in einer Fläche durch das Aquarium. Das ist jetzt nicht einer Pumpe geschuldet, sondern es ist einer Konstruktion geschuldet. Auch das kann man im Aquarium machen. Wenn man es nicht mal ganz einfach machen will, man stellt senkrecht in die Mitte eine Trennscheibe rein, wo vorne und hinten was offen ist, dann kann ich auch mit einer ganz einfachen Pumpe schön eine Kreisbewegung bauen. Im Grunde geht das auch mit einem Riffaufbau. Wenn ich den entsprechend gestalte, dann kann ich um diesen Riffaufbau eine schöne Kreisstruktur.
Und das sind so Themen, wo man dann sagt, okay, ich muss mir Gedanken dazu machen, nicht was kommt aus meiner Pumpe raus, wo trifft die hin, sondern wie gestalte ich es, dass der gesamte Wasserkörper betroffen ist. Und dazu ist es uns wichtig, dass man einer Pumpe Platz gibt zum Arbeiten. Und zwar, dass man sich anguckt, wo ist die längste Strecke, wo sie nicht behindert wird. In der Regel die Frontscheibe oder die Rückscheibe oder ähnliches. Und diesen Platz der Pumpe tatsächlich zum Arbeiten auch zu geben, egal welches Produkt das ist. Wenn ich die nämlich erstmal 2 Meter lang arbeiten lasse, dann nimmt die so viel Wasser von ringsrum mit, dass der Rest dann tatsächlich auch langsam in Bewegung kommt. Das kann die eine besser als die andere, aber ich sollte ihr am Anfang so viel Platz wie möglich geben, bevor sie das erste Mal tatsächlich ein Hindernis trifft. Weil dann bekomme ich die maximale Energie, die die Pumpe liefern kann, tatsächlich auch übertragen auf den Wasserkörper. Beim Thema zeitliche Veränderung ist es so, letztendlich kann ich viele, nicht alle, aber viele Pumpen steuern und ich muss das in die Programmierung integrieren. Jetzt haben wir das Problem, dass viele günstige Anbieter gerne nur sowas wie diesen Random Mode anbieten. Da wird es dann ein bisschen schwierig, sowas zu steuern. Ich kann dann nicht eingreifen. Also insofern, meine Empfehlung, sind euch eine Pumpe, die tatsächlich Möglichkeiten des Eingreifens bietet. Ja, also, dass man dort zeitlich bestimmen kann, wie lange soll irgendetwas stattfinden. Egal, ob das eine Welle ist, ob das eine Strömung ist oder dass man die Zeit wirklich definieren kann an der Einstellung. Ob das mit einem Drehknopf oder einer Software, einer App oder was der Kunde, das ist völlig egal. Und es geht nur darum, dass ich Zugriff auf die zeitliche Dauer bekomme, damit ich das eben auch gestalten kann. Und das Gleiche gilt im Prinzip für die Periodizität, dass ich das eben, diese Gleichmäßigkeit, die ich im Ozean vorfinde, tatsächlich auch in mein Strömungsszenario übertragen bekomme. Dass ich eben nicht einen Random Mode nehme, wo die eine Welle jetzt eine halbe Sekunde dauert und die nächste 30 Sekunden und dann kommt eine 12 Sekunden und dann kommt eine 4 Sekunden und dann kommt eine, weiß der Kuckuck was. Das ist etwas, was die Tiere in der Natur nicht kennen und was letztendlich Stress bedeutet. Und dann Thema Anpassungsfähigkeit. Ich hatte es vorhin gesagt, wir planen unseren Besatz. Die meisten Leute kennen sich an der Schraube aus. Ich sage ganz gerne, Allelopathie vermeiden. Das geht dann ein Stückchen weiter noch, dass ich also auch Tiere, die möglicherweise das Wasser verändern und dann nicht mehr optimal mit anderen harmonieren. Das kennt der ein oder andere sicherlich an unseren Beinen auch. Es gibt auch bei Pflanzen, dass wenn ich zum Beispiel Süßwasser, Valesnerien und Kryptoporiden versuche, in einem Aquarium zu halten, das geht nicht, weil die Valesnerien verändern das Wasser, um es für sich selber quasi zu optimieren, sodass die Gebrühlen keinen vernünftigen Lebensraum haben. Wir kennen das System. Das gibt es bei den Korallen auch. Und deswegen sage ich immer, versucht Allelopathie dort, wo es bekannt ist, zu vermeiden. Also nicht Tiere zu vergesellschaften, von denen ich von vornherein weiß, dass sie sich negativ beeinflussen. Egal, ob es durch Nähe ist, dass ich zum Beispiel irgendeine Teppichanemone direkt an der SBS ranstelle, dann wird nicht lange gut gehen. Der Gewinner steht aber auch von vornherein schon fest. Und das sind Dinge, die sollten einfach gar nicht sein. Jetzt habt ihr es eigentlich schon hinter euch. Ich muss nur noch einmal ganz kurz Werbung machen. Das ist das, was wir machen. Das sind eben Systeme, die wirklich frei programmierbar sind, die Prozesse möglich machen, die langsam sind, die möglichst großräumig tatsächlich den Wasserkörper bearbeiten. Und es ist egal, ob es jetzt ein Strömungspunkt oder so ein Strömungssystem, wie wir es in einer Ausstellung haben. Es geht immer darum, so naturnah wie möglich zu simulieren. Eine kleine Umgebung von einem Aquarium, das, was ich im Großen an einem Riff wiederfinde. Weil es ist einfach eine Miniaturisierung, die man da vorfindet. Das geht nur mit technischer Hilfe. Jetzt hat das geschafft. Dazu Fragen. Ich habe jetzt leider vergessen, vorher zu sagen, ihr könnt auch gerne zwischenfragen. Ich habe vorhin gesagt, man sollte möglichst lange Strecke behalten, bevor ich schon auf einen Hindernis ziehe. Gilt das auch zum Beispiel, wenn man 2 Pumpen hat, die, ich sag mal, an der rechten oder linken Seite des Hindernisses befestigt sind, dass man nur eine laufen lässt und die mit der anderen abwechselt? Genau. Also das ist so der Idealfall, weil ich biete dir dann ja quasi keine Barriere durch die zweite Pumpe, ja, sondern ich habe dann wirklich die zusätzliche Strecke bis zur anderen Pumpe frei
und kann viel besser die Energie auf den Wasserkörper übertragen. Wenn man mit zwei Punkten gleichzeitig arbeiten möchte, dann macht das vor allen Dingen Sinn, wenn ich zum Beispiel Wellen generieren möchte. Weil die dann gleichzeitig einen Impuls idealerweise ans Wasser abgeben. Wenn ich aber eine Strömung nehme, das lässt sich immer relativ einfach errechnen. Ich nehme jetzt zum Beispiel 1,50 Meter pro Sekunde und meinetwegen eine 3 Sekunden lange Welle. Und ich habe eine Pumpe, die diesen 1,50 Meter pro Sekunde in einem 2 Meter Aquarium, dann braucht die etwas mehr als eine Sekunde, bis die drüben muss. So, und das kann ich mir dann einfach errechnen. Welche Geschwindigkeit habe ich? Wie lange ist mein Becken? Dann weiß ich, wie viel Zeit braucht die bis dahin. Wenn ich jetzt eine Strömung einstelle, dann weiß ich, die kommt auf jeden Fall auf der anderen Seite an. Und dann sollte ich ihr diesen Platz und diese Zeit auch geben. Würde man dann quasi nach einer Wellenlänge auf die andere umschalten oder würde man sich da in diesem Bereich der 7 bis 18 Sekunden? Das kommt jetzt darauf an, was man erreichen möchte. Wenn man halt ein sehr hochenergetisches System schaffen will, dann kann man versuchen, genau das zu kriegen, dass man die asynchron, aber zeitlich abgestimmt zueinander laufen ist, also Phasenverschoben, und dann halt eine Erhöhung des Impulses bekommt. Man muss dann allerdings ein bisschen aufpassen. Es gibt sogenannte Resonanzfrequenzen von Aquarien. Also ich habe es auch schon mal mit Absicht gemacht. Damals hat man noch ein eigenes Ladengeschäft. Wir haben 60 cm 30-30 genommen, kleine Pumpe da reingesetzt und dann in Resonanz versetzt. Es ist tatsächlich vom Tisch gesprungen. Ja, das kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch Schutzfunktionen drin, dass wenn ich zum Beispiel eine Welle generiere und manchmal ist man ja längere Zeit da, fährt im Urlaub, ändert sich der Wasserstand um einen Zentimeter, weil das verdunstet ist, nicht nachgefüllt wurde oder was auch immer. Und dann kann es passieren, dass man durch Zufall genau die Resonanz in dem Moment erreicht. Und damit dann nichts passiert, gibt es bei uns zum Beispiel die Funktion bei der Welle, dass jede 50. Welle macht der Arm phasenversetzt auf die Rückwärts. Das heißt, spätestens nach 50 Wellen würde er die Resonanz wieder brechen. Bei nicht kontrollierbarem System wäre ich an der Stelle vorsichtig. Gerade zum Thema, wie er es angesprochen hat, dass wir von einer Seite auf die andere Seite unser Becken mit zwei Pumpen, von mir aus auch mit sechs Pumpen, je nach Beckengröße, ne, aber halt komplett aneinander geströmen, ist jetzt die Frage, macht es Sinn, den Tieren durch die Abwechslung der Strömungseinheiten naturnahe Zeitangaben zu geben? Heißt, ich beströme das Tier, ich sag mal, in Richtung 4-5 Stunden von der einen Seite und gehe dann hin und beströme 4-5 Stunden von der anderen Seite. Weil ansonsten, wenn ich das in einem halben Stundentakt mache, weiß das Tier ja auch nicht, was kriege ich denn jetzt hier? Wo kriege ich jetzt? Ja. Also man muss, ich sag mal, aus der eigenen Beobachtung wird man das ja sehen, wenn ich Polypenbilder mir angucke. Und wenn ich dort eine Strömungsveränderung habe, dann habe ich auch immer eine veränderte Polypenbildsituation. Eigentlich sehe ich auch immer sehr schön, dass halt diese Veränderung, bis es wieder zum Normalbild kommt, Zeit braucht. Und diese Zeit muss ich den Tieren letztendlich geben. Das ist genau dieser Zeitraum. Sie sind halt von der Natur aus auf bestimmte Zykluslängen adaptiert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Koralle habe, die ihre Polypen ausstreckt, nicht um jetzt Photosynthese zu betreiben, sondern um Plankton zu fangen, was ja durchaus eine adäquate Ernährung in dem Korallenriff ist, dann tut sie das zu der Zeit, wo Strömung da ist. Weil die kann ja mit ihrem Polypen nicht dem Plankton hinterher, sondern muss warten, bis das Plankton kommt. Und das heißt, das Polypenbild, während die Strömung da ist, ist ein anderes, als wenn die Strömung steht. Ich muss den Tieren aber auch die Gelegenheit geben, den Polypen auch zu entfalten. Das braucht Zeit. Deswegen würde ich genau das eben nicht tun, dass ich eine halbe Stunde das wechsle, sondern eher versuchen, diese 6 Stunden, 12 Minuten, 30 Sekunden irgendwo als Rahmen zu nehmen, wenn man nur 6 Stunden nimmt, weil man gerne um 18 Uhr nach Hause kommt und gerne Wellen sehen möchte, ist das auch okay, aber ich würde nicht runtergehen auf 2 Stunden. Das ist sicherlich ein Thema. Das heißt, ihr rechnet nur 6 Stunden, die wir umgeben, 6 Stunden? Ja, genau. Weil das war, glaube ich, deine Frage. Ja, also die erste Frage war schon auf diese Hinderniswirkung, aber letzten Endes für das nächste Mal. Also wenn ich das Strömungsszenario ändere, würde ich eher diesen Rahmen um die 6 Stunden verwenden. Wenn ich Wellen generiere, dann bin ich tatsächlich in diesem Zyklen Weltenmodus bis 30 Sekunden. Aber das ist etwas anderes für das Tier als die Veränderung von dem Szenario. Ich Gibt es irgendwas, was spricht dagegen, konstant immer nur in eine Richtung zu beströmen? Warum ist es besser, quasi nach 6 Stunden umzudrehen?
Das ist ein bisschen abhängig davon, was ich möchte. Also wenn ich ein Korallenwachstum haben möchte, dann ist es so, dass diese Korallen adaptiert sind in ihrem Wachstum an diese wechselnde Strömungsrichtung. Und die richten sich auch entsprechend aus. Ganz extrem findet man das zum Beispiel bei Fächergorgonien, die sich wirklich 90 Grad zur Strömung ausrichten, um dann maximalen Effekt in der Strömung zu erreichen. Bei den ganzen Riffkorallen, die wir typischerweise jetzt hier häufig vorfinden, ist es so, dass die Skelettstruktur da unten drunter sich auch an diese Strömung anpasst. Man kann das sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel so eine Gorgonie einer sehr ungleichmäßigen Strömung oder einer Strömung aussetzt, die nicht senkrecht zu der Ausstellungsachse ist, was ich im Aquarium ganz häufig habe, dann wächst die plötzlich nicht mehr flach, sondern die kriegt plötzlich Verästelung. Weil sie eben versucht, sich an diese Strömungssituation anzupassen. Das tun eben auch Steinkorallen. Das heißt, die Skelettstruktur darunter wird anders darstellen. Und ein typisches Phänomen, was wir kennen, das haben wir gerade in Riff-Aquarium in San Francisco gesehen, das ist das Steinland-Aquarium. Wir haben ein riesengroßes Philippinenriff. Und dort ist es so, dass die Korallen in die Strömungsrichtung gestellt, sehr stabil sind, in die Gegenrichtung aber total brüchig. Da kam dann ein großer Fisch vorbeigeschwommen, der hat ihn noch nicht mal berührt, und brechen die Äste ab. Das heißt, die Skelettstruktur ist tatsächlich auch abhängig von dem Wechsel der Belastung. Deswegen ist es sinnvoll tatsächlich, es gibt noch einen anderen Effekt, die Futteraufnahme von den Polypen ist dann ja auch auf beiden Seiten gewährleistet. Das heißt, die Oberfläche wird viel gleichmäßiger mit Polypen besiedelt, als wenn ich nur von einer Seite was mache. So ähnlich wie auch das, was ich im Lichtschatten habe, habe ich in der Regel wenig Polypenfläche, der Unterseite von der Tischkoralle zum Beispiel. Und bei den eher in die Höhe wachsenden Korallen ist es so, dass es dann eben von der Planktonverfügbarkeit abhängt, dass ich eben von beiden Seiten auch tatsächlich Futter aufnehmen kann. Also insofern, ja, es macht in der Regel Sinn. In dem Fluss, den ich simuliere, im Süßwasser-Aquarium. Dann haue ich, was ich vorgehe und anstehe.